Und Christoph Thoma kommt von der ÖVP, er ist Mitglied des Landtags in Vorarlberg. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, als Mitglied des Vorarlberger Landtags ist es mir, möchte ich mal bedanken für die Einladung zu dieser Enquete, auch bei unserer Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs. Herr Dr. Mayer, ich erspare uns jetzt eine vertiefende Diskussion über Ihre Wortmeldung, vor allem, dass die Politik Sie in die falsche Richtung bewegt. Ich möchte hier sachlich bleiben und zur Sache sprechen, weil ich diese Meinung überhaupt nicht teile, weil ich alleine durch diesen Diskussions-, durch dieses Thema der dezentralen Lebensräume und der Frage der ländlichen Räume, wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir das so überparteilich auch mit Fachleuten und Experten diskutieren. Es gibt für mich drei wesentliche Erkenntnisse, auch durch die Keynotes von Herrn Magister Felbermayr und vom Herrn Kommissar außer Dienst Franz Fischler, nämlich einerseits, die weichen Standardfaktoren sind längst die harten geworden. Das Thema Bildung, der Ausbau der schulischen Infrastruktur, die Kompetenzvermittlung, die wir durch unsere Lehrerinnen und Lehrer transportieren, sind Standardfaktoren für die ländlichen Räume mehr denn je. Da komme ich auch zum zweiten Punkt, der mir wichtig ist und zeige Ihnen auch oder versuche zwei Themen anzusprechen, die wir in Vorarlberg versuchen zu forcieren. Eine meiner Vorrednerinnen hat über die Frauenförderung gesprochen, die Förderung von MINT. Also Mathematik, Technik, Engineering, Naturwissenschaft, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, ist ein wesentlicher Standortfaktor, gerade für ländliche Räume, auch wenn es darum geht, dass man handwerkliche Fertigkeiten vermittelt, auch an junge Mädchen, junge Frauen, auch die in Berufe zu bringen, die auch dann Thema beim Fachkräftemangel sind. Die Kreativität ist aber auch der Rohstoff des 21. Jahrhunderts, ich glaube, das wissen wir alle. Der Ausbau der Musikschulen, die Zusammenarbeit von Musikschulen und von Schulen an sich. Wir haben in Vorarlberg erst vor, glaube ich, einem halben Jahr beschlossen, dass sämtliche Volksschülerinnen der ersten und zweiten Schulstufe elementare Musikpädagogik gratis bekommen. Das ist ein wesentlicher Aspekt, sodass Menschen direkt einsteigen können in die kulturelle Bildung. Und ich bin ein leidenschaftlicher Kulturpolitiker, also stehe ich auch heute da. Und es ist mir auch wichtig, dass Sie das mitnehmen, diese Idee der Elementarmusikpädagogik so früh wie möglich an Kinder und Jugendliche weiterzutragen. Und am Schluss gibt es einen Punkt, und Herr Dr. Fischler, ich bin Ihnen sehr dankbar für dieses Wort, auch das Sie gebracht haben. Es ist auch in aller Munde, das Wort des Stakeholder-Managements. Wir müssen Knotenpunkte schaffen. Wir müssen die Chance geben, dass Menschen zusammen agieren und einen Wissenstransfer bekommen, also einen organisierten Wissenstransfer. Und unser Landtagspräsident Harald Sonnrecker ist in seiner Rede auch auf die Vereine eingegangen, auf das Ehrenamt. Ohne die Stärkung des Ehrenamtes wird der ländliche Raum nicht funktionieren. Wir müssen dort investieren, wo die Menschen sind und uns dort auch tatsächlich engagieren. Und so schaffen wir, geschätzte Damen und Herren, lebendige Zentren. Das ist auch ein Thema für die urbanen Räume, aber insbesondere im ländlichen Raum brauchen wir genau dieses Humankapital, die Menschen. Vielen Dank. So, Christoph Thoma von der ÖVP, er ist Mitglied des Landtags Vorarlberg, er ist studierter Musiker und er ist im Zivilberuf Kultur- und Stadtmanager. Das Thema Bildung, die Kompetenzvermittlung seien Standortfaktoren für den ländlichen Raum, sagt er. Zudem sei Kreativität der Rohstoff dieses Jahrhunderts.